Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinen Neuzugängen aus dem Januar. Der Januar ist vorbei, die Winterpause ist vorüber. Ich bin gut erholt mit einigen Büchern zurück. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in das neue Jahr. Ihr habt den Januar trotz des Schneeeinbruchs nach meiner Rückkehr aus dem Urlaub gut sozusagen verbracht. Als der Schnee kam, bin ich auch aus meinem Urlaub wiedergekommen. Ich habe geplant, einen kleinen Urlaubsvlog hochzuladen. Vielleicht kommt der tatsächlich schon nächste Woche. Es wird natürlich auch einen Büchermonat geben und ich habe ja auch so unter dem Monat außerhalb des Urlaubs ein bisschen gevloggt. Das sind so ein bisschen die Videos, die ich fix geplant habe für den Februar. Oh mein Gott. Und ich hoffe, dass ihr da so viel Spaß dran habt, wie ich es so ein bisschen im Januar hatte, beim Drehen und Lesen und Bücher geschenkt bekommen und Bücher bestellen. Und ach ja. Ja, mein Januar brachte mir 14 neue Bücher. Es ist der Vorsatz mit digital und haptischen Buch nicht aufgegangen, was auch einfach ein bisschen damit zu tun hatte, dass ich einen Rebuy-Gutschein eingelöst habe, den ich zu Weihnachten bekommen habe und ich auch Geburtstag im Januar hatte und da, ich glaube, auch 3 Bücher geschenkt bekommen habe. Zudem habe ich auch noch eine Rebuy-Bestellung oder eine Minimops-Bestellung offen. Das war dann nämlich ein Geburtstagsgutschein, der auch direkt umgesetzt wurde und dementsprechend, konnte ich jetzt gar nichts dafür, dass ich also nur bedingt was dafür, dass es 14 Bücher wurden, dass davon 10 als haptisches Buch eingezogen sind, 1 als E-Book und 3 als Hörbuch. Ich packe alle Bücher unten in die Infobox. Ich verlinke euch da auch die Links. Ich verlinke euch die Links. zu den Büchern, wenn ihr mehr Informationen möchtet. Und sollte es ein Rezensionsexemplar oder ähnliches sein, dann findet ihr das natürlich auch alles unten immer gekennzeichnet. Ich denke, bei 14 Büchern sollten wir jetzt mal anfangen. Vielleicht noch so statistisch. Ich habe es zumindest geschafft, mehr Bücher in diesem Monat zu lesen als zu kaufen. Zumindest den Vorsatz können wir einen Haken machen. Ja, würde ich tatsächlich sagen. Ich bin aktuell beim 17. Buch. Vielleicht klappt auch noch ein 18. Da kann ich euch dann im Büchermonat natürlich sagen. Aber es sind auf jeden Fall mehr gelesen als dazugekommen. Das ist ja auch einer meiner Vorsätze. Und das ist zumindest im Januar. Ja, haben wir zumindest ein bisschen was an Vorsätzen geschafft. Ja, das erste Buch war ein etwas spätes Weihnachtsgeschenk von einer lieben Freundin von Gesine Dammel, Weihnachtskatzen. Es sieht vom Cover richtig, richtig süß aus. Habe ich nachträglich zu Weihnachten bekommen. Wir hatten uns eben erst im Januar dann gesehen und es sind eben neue Geschichten, die von Gesine Dammel herausgebracht wurden. Es dreht sich alles rund um Katzen. Es scheint schon relativ weihnachtlich zu sein. Ich hatte noch überlegt, ob ich das vielleicht irgendwie in der ersten Januarwoche schaffe. Das habe ich leider nicht geschafft. Weihnachten kommt ja im Grunde in 10 Monaten. Ist es dann ja gefühlt zumindest schon so weit, dass wir wieder in der Adventszeit sind. Und darauf wird das Buch auf jeden Fall auf mich warten. Es sind hier einige Geschichten von Anja Baumherer, Claire Bayer, Dorette Deutsch, Tanja Dückers, Tatjana Kruse und Therese Walzer. Und es geht eben immer um Katzen, um Streuner, um Schlittenfahren und ich bin sehr gespannt auf diese wunderbaren Katzengeschichten. Dann hat Thorsten im letzten Kingsiana Hangout von einem Buch geschwärmt, das ich mir als Hörbuch geholt habe und zwar Warten auf Bojangles von Olivier Bordeaux. Ich spreche leider kein Französisch, weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber ich blende es euch natürlich ein. Und hat mich damit so ein bisschen angefixt und es war von der Dauer tatsächlich noch so, dass ich es in mein letztes Guthaben sozusagen an den Stunden auf BookBeat anhören konnte. Es war also nicht sehr lange, hatte glaube ich sogar 2 unterschiedliche Sprecher. Habe ich im Januar auch direkt, als ich es dann hatte, gehört, weil ich glaube BookBeat nur bis zum 7. oder 8. Januar hatte und dementsprechend dann natürlich die Stunden noch aufgebraucht haben wollte. Das Buch hat mich, wie Thorsten davon erzählt hat, sehr angesprochen. Ich kenne natürlich auch
das Lied Bojangles und kennen auch so die ein oder anderen Anekdoten rund um dieses swingende Lied aus den 1960ern und war hier einfach ein bisschen neugierig auf dieses Buch. Es war dann doch ein bisschen anders, als ich gedacht habe, aber ich glaube, da werde ich im Büchermonat einfach ein bisschen mehr erzählen, weil ich ja hier eigentlich ja nur über die Neuzugänge sprechen möchte und warum sie hier sind und ja, dementsprechend werdet ihr da im Büchermonat mehr hören. Dann habe ich meinen Weihnachtsgutschein von einer Freundin bei Rebuy eingetauscht. Und zwar unter anderem, weil ich noch ein bisschen Urlaubslektüre gesucht habe. Und da habe ich Sommernachtsküsse herausgegeben von Christina Albach entdeckt. Denn da ist eine Geschichte unter anderem von Adriana Popescu drin. Und es waren, glaube ich, 15 Geschichten. Ja, unter anderem eben von Adriana, von Gabriele Engelmann, von Danny Atkins, von Stephanie Butland, von Michaela Grünig. Also allerhand Autorinnen, die man durchaus auch kennen kann. Und das Büchlein habe ich mir dann eben auch mit an den Strand genommen, auch dort gelesen. Und es sind tatsächlich sehr unterschiedliche Geschichten, sowohl von den Handlungen. Natürlich haben sie alle mehr oder weniger irgendwie was mit einer Liebesgeschichte zu tun. Und ich saß bei einer Geschichte, die für mich auch wirklich ein Highlight ist, von Danny Atkins, wirklich am Strand und habe geweint, wie ich das gar nicht erwartet habe, in der Kurzgeschichte. Ich bin ja bekanntlich nicht ganz der größte Fan von Kurzgeschichten, weil für mich eine Geschichte einfach Zeit braucht und Raum braucht und bildhafte Erzählung, damit sie funktioniert. Bei der Autorin habe ich aber gemerkt, oh, das ging innerhalb von wenigen Seiten und als dann das Ende kam, war ja mein Tränenfluss nicht mehr zu halten. Also ja, von der Geschichte war ich sehr begeistert. Auch die Geschichte von Adriana Popescu hat mir sehr gefallen und auch von Gabriele Engelmann. Aber dazu natürlich dann auch im Büchermonat ein wenig mehr. Aber da habe ich mich sehr gefreut, dass ich das ja, bei Rebuy entdeckt habe. Dann zwei sehr ähnliche Bücher. Zumindest machen sie auf den ersten Blick den Anschein. Also hätte ich gewusst, dass es da verschiedene Formate gibt, hätte ich vielleicht drauf geachtet, denn jetzt habe ich irgendwie ein Taschenbuch und ein Hardcover und ja. Einmal Ich bin hier bloß die Katze von Hanna Johansson und einmal Ich bin hier bloß der Hund von Jutta Richter. Ja, ich muss ehrlich gestehen, die Cover haben mich total angesprochen und es heißt hier Lesespaß für kleine und große Katzenfreunde und wie Katzen wohl die Welt sehen, was sie von Hunden, Weihnachten, Urlaubsreisen und vor allem, was sie von Menschen und Menschenkindern halten. In diesem Buch kann man es endlich erfahren. Und hier ähnlich geht es dann eben auch um den Hund. Wie Hunde die Welt sehen, was sie zu Weidenkörbchen, Hundepfeife und Katzen im selben Haushalt sagen, aber vor allem, wie sie über Menschen und Menschenkinder denken. Finde ich sehr cool. Hier haben wir Anton, einen ungarischen Hütehund. Und ja, hier haben wir jetzt keinen Namen der Katze, aber ich freue mich auf diese kleinen, dünnen Büchlein, die jetzt auch einfach kurzfristig zu lesen. Und es sind auch ein paar Bilder mit drin abgedruckt, also ja, da kann man auf jeden Fall ein bisschen auch was fürs Auge. Und ich freue mich darauf. Ich habe ja sowohl Katz wie Hund im Haus und bin daher natürlich ganz gespannt, wie in der Geschichte der jeweilige Part sozusagen den anderen Part findet. Also was so die eine oder andere Katze in meinem Haushalt von meinem Hund denkt, kann ich gefühlt am Gesichtsausdruck ablesen, vor allem wenn er sich mal wieder ungehörig benimmt. Aber ja, so ist das wohl. Ja, beide Bücher auch in einem sehr guten Zustand. Ja, zu den Zuständen und so sage ich mir in meinem Blog, weil da habe ich das Unpacking auch gefilmt. Auch ein Buch, was schon länger auf meiner Wunschliste war, war Kaffee mit Käuzchen von Franziska Jebens. Das ist aus der Reihe vom Edelverlag mit dieser, ach, wie heißt diese wunderschöne Reihe? Da habe ich schon einige Bücher gelesen, nicht alle waren ein Highlight. Aber das ist die Sehnsuchtsreisenreihe irgendwie so. Ach Mensch, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Aber ich hatte schon einige dieser Geschichten. Auch da oben müsste irgendwo eine stehen mit den Schlittenhunden. Und wir sind hier eben in einem Traumhaus im Wald. Wir fühlten uns ein bisschen wie zwei Kinder, die von zu Hause ausgerissen waren und im Wald ein großes Abenteuer erlebten. Ich denke mal, wenn ich es dann lese, werde ich nochmal gucken, wie die Reihe genau heißt. Ich komme aber gerade tatsächlich leider nicht drauf. Sollte es mir irgendwie noch einfallen, sollte ich es irgendwie noch finden, dann schreibe ich es, denke ich, auch unten in die Infobox. Also ich habe aus der Reihe schon einiges gelesen. Ich habe jetzt, glaube ich, auch drei Bücher aus der Reihe mit dem Buch auf dem Sub. Und ich habe mich sehr gefreut, es war relativ günstig mit bei Rebuy zu haben. Und da dachte ich, ja, ist ja im Perfekt, das rückwirkende, ja, Weihnachtsgeschenk sozusagen, vielleicht dann tatsächlich ein Highlight-Buch zu haben.
Das waren, war die Rebuy-Bestellung. Ach nein, ein Buch habe ich noch. Ein Buch habe ich noch, das hätte ich jetzt fast unterschlagen. Und zwar Der Sternenfänger von Francesc Miralles und Alex Rovira. Ein Roman über die Kraft der Liebe. Ist auch bestimmt schon das vierte oder fünfte Buch, was ich von Miralles irgendwie habe und lese. Der hat ja auch einige Sachbücher geschrieben, die ich schon gelesen habe. Und ich habe auch noch ein Buch von ihm auf dem Sub, das auch so ein bisschen ähnlich aussieht. Und ja, wir sind hier in einem kleinen französischen Örtchen und hier passieren rätselhafte Dinge. Jemand schneidet heimlich aus der Kleidung ehrbarer Bürger ein Stück Stoff heraus. Denn ja, man findet schnell heraus, es ist der 10-jährige Michel, der verzweifelt versucht, seine kranke Freundin Eri zu retten. Er bekommt dann Hilfe von der alten Herminia, denn sie glaubt, Eri habe zu wenig Liebe bekommen und benötigt deshalb ein genähtes Herz aus Sternen. Und ja, Michel muss hier allerdings neue Menschen finden, die auf unterschiedlichste Art innig lieben. Und ja, das klingt wunderbar. Es klingt bezaubernd und ich freue mich da sehr drauf. Ist natürlich schon ein bisschen ein ernsteres Thema, aber ich ja, denke, dass das tatsächlich ganz schön werden kann. Und glaube, dass Miralles hier sehr viel ja von seiner Weichheit und ist ja auch so ein bisschen den buddhistischeren Philosophien angetan, dass er da ganz viel mit einbaut und da freue ich mich schon sehr. Dann kommen wir zu drei Geburtstagsgeschenken, die mich erreicht haben, zum Teil auch, wie ich noch in der Sonne lag. Zum einen von Dietmar Dart, Stephen King, 100 Seiten, finde ich total cool, ist mir noch nie irgendwie wo aufgefallen, habe ich von der lieben Melanie geschenkt bekommen, die Buchhändlerin und Zuschauerin ist und habe mich da sehr, sehr gefreut. Wir haben uns letztes Jahr in Heidelberg kennengelernt und sind seitdem im regen Austausch und ja, ich bin sehr gespannt auf die 100 Seiten über Stephen King. Es gibt auch Abbildungen und Grafiken und hier wird eben gesagt, er hat über 400 Millionen Bücher in 40 Sprachen verkauft, dass auch sehr viele verfilmt wurden und ja, er spricht hier eben, ja, Dietmar Dart stellt das Werk von Kings Debüt Carrie bis zum grünen Zyklus um den dunklen Turm vor und legt Quellen sowie Versteckspiele offen. Und ja, da bin ich super gespannt, was ich da noch mitnehmen kann, was ich da noch lernen kann von Stephen King. Und ja, bin super neugierig, was mich da erwartet. Von einer anderen lieben Freundin habe ich City of Girls geschenkt bekommen von Elizabeth Gilbert. Das ist ja die Autorin von Eat, Pray, Love und auch von... Da gibt es noch so ein Sachbuch, Power of... Ach, ich kann das auf der Entfernung nicht lesen. Es steht ja da hinten im Highlight-Regal. Big Magic heißt es, genau. Ich, ja. Das Wohnzimmer ist einfach zu groß. Und ja, sie hatte mich dann gefragt, ob ich auch den Roman der Autorin kenne. Und ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Nein, kenne ich noch nicht. Und schwupps, war er dann zum Geburtstag sozusagen im Briefkasten gelegen. Der Roman funkelt wie Diamanten im Champagner, sagt die Washington Post. Und er soll atemberaubend sein, denn das Leben ist wild und gefährlich. Und nach einer Jugend in der Provinz und dem Rauschmiss aus dem College stürzt sich die 19-jährige Vivian kopfüber in das aufregende Leben Manhattans der 40er Jahre. Musicals, Bars, Jazz und Gangster. Um jede Ecke biegt eine neue Liebe, erst recht im Lily Playhouse, dem sympathisch heruntergekommenen Theater, für das sie Kostüme näht. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mitbekommen, dass... Elizabeth Gilbert auch einen Roman geschrieben hat. Ich glaube mittlerweile sogar noch eine Fortsetzung zu Eat, Pray, Love oder ich glaube übers Verheiratetsein und dann wieder das Geschiedensein. Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Mir hat ja Eat, Pray, Love und auch Big Magic sehr, sehr gut gefallen und Eat, Pray, Love gehört ja auch zu den Büchern, wo ich auch immer wieder zu einem Reread greife und dementsprechend bin ich jetzt gespannt, ob sie mich auch in dem Roman unterhalten kann. Und das letzte Buch, was ich zum Geburtstag beschenkt bekommen habe, ist auch von der lieben Zuschauerin Sarah. Da habe ich mich auch mega drüber gefreut. Geheime Tochter von Shilpi Somaya Govda. Und ja, es hätte mich vom Cover genauso angesprochen und auch der Klappentext klingt richtig toll. Denn die wichtigste Reise ist die, die dich nach Hause führt. Und wir sind hier in Indien, kurz bevor der Monsun beginnt. Da bringt Kavita ein Mädchen zur Welt. Sie weiß, ihre Tochter kann nur in einem Waisenhaus überleben. Auf der anderen Seite der Welt erfahren Sommer und Chris, ein kalifornisches Ärztepaar, dass sie keine Kinder bekommen können. Sie beschließen, ein Mädchen aus Indien zu adoptieren.
kann Liebe alle Schwierigkeiten überwinden. Shilpi Somaya Gowda erzählt in ihrem Weltbestseller von einer indischen und einer amerikanischen Familie und von einer Tochter, die beide für immer miteinander verbindet. Es soll fesselnd, sehr klug, lebendig und herzzerreißend sein. Dieser Roman reist um die Welt und tief ins Herz der Leser. Und ich finde das super spannend. Also da muss ich ehrlich sagen, ich bin da sehr neugierig auf diese Geschichte. Und ich mag ja Geschichten mit verschiedenen Kulturen, verschiedenen Ländern sehr, sehr, sehr gerne. Und dementsprechend bin ich hier sehr, sehr gespannt und freue mich, dass Sarah dieses Buch so mit mir impliziert hat, dass mir das gefallen könnte. Und ich glaube, dass tatsächlich auch ein Binder super, super happy über dieses Geschenk. Und nach den Geschenken zog dann das neue E-Book von Jackie Feilgut bei mir ein. Endlich ist es wieder soweit. Ich glaube tatsächlich, nach 3 Jahren können wir endlich Lost Love in den Händen halten. Das Geheimnis von Dalton's Creek. Das ist erhältlich jetzt seit dem 1. Februar und wird es als E-Book geben, als Taschenbuch. Ich weiß gar nicht, ob sie sich jetzt auch entschieden hat, das Hardcover herauszubringen. Aber das finde ich richtig, richtig toll. Ich finde das Cover richtig schön. Es ruft förmlich, eigentlich Frühling und Sommer. Und wir sind hier wieder in den USA unterwegs auf einer Ranch und es gibt eben auch diese Daltons Brüder, die unserer Protagonistin das Leben schwer machen. Und aktuell lese ich noch an diesem Buch. Ich durfte es ein bisschen früher schon als E-Book auf meinem E-Book-Reader haben. Reader. Ich weiß gar nicht, was heute nur hinführen soll. Es ist manchmal schwierig, wenn man 10 Tage irgendwie nur Englisch spricht oder viel Englisch spricht und dann kommt man irgendwie wieder zurück. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich jemand bin, der dann sagt, wie war nochmal das deutsche Wort? Aber so manchmal, ist manches irgendwie so auf der Zunge, das klingt ein bisschen komisch. Das wird nicht lange anhalten, dann wird sich das zum Glück wieder ändern. Ja, ich habe mich mega gefreut, dass Jackie den Roman fertig bekommen hat. Es ist diesmal ja auch ein bisschen eine andere Mischung, nicht ein reiner Liebesroman, sondern es hat auch ein bisschen Spannung, ein bisschen Krimi. Es gibt etwas aufzulösen, eben von einem Mann, der nackt auf der Veranda von unserer Protagonistin steht und der sich an nichts erinnern kann. Und ich bin mega gespannt, wo diese Geschichte hingeht und habe mich mega gefreut, dass ich dieses Buch schon ein bisschen früher bekommen habe und so es dann auch schon Ende Januar auch lesen konnte. Von Carina Schnell habe ich Sommer in Kanada, den 3. Teil, mir als Hörbuch geholt. When the Stars Collide. Ich mochte ja den 1. Teil aus dieser Reihe sehr, sehr gerne. Habe den 2. Teil ja dann bei 82% abgebrochen, weil mir diese Second Chance Geschichte total auf den Keks gegangen ist. Möchte aber Carina Schnell dennoch die Möglichkeit geben, mich im 3. Teil wieder mehr zu begeistern. Und ich weiß auch gar nicht, wer jetzt irgendwie die Charaktere sind. Das ist ja eine Reihe, die man eigentlich unabhängig voneinander lesen kann, wo immer ein anderes Pärchen die Hauptrolle übernimmt, aber wir in diesem kleinen Dörfchen in Kanada eben unterwegs sind. Und ich mochte den 1. Teil auf jeden Fall sehr gerne. Ich habe im 2. Teil gemerkt, dass ich kein Fan davon bin, wenn Leute, Paare auseinandergehen und irgendwie 10 Jahre noch aneinander hängen, zwischendrin eben auch andere Partner haben, aber immer noch im Gedanken bei dem Ex-Partner sind. Das finde ich total schwierig, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht und dann ist eben auch noch das ein oder andere passiert und auch von den Verhaltensmustern, dass ich gesagt habe, ich bin aus dieser Geschichte dann einfach raus und ich hoffe jetzt, dass mich der 3. Teil auf jeden Fall mehr begeistern kann und freue mich da dann auch auf das Hörbuch. Es gab im Januar ein Highlight. Am Strand liegend habe ich ein Buch an einem Tag weggelesen und habe mich noch dazu entschlossen, den 2. Band auf Tauschticket zu ertauschen, während ich am Strand lag. Also es ist wirklich strange. Und zwar von Mark Lawrence, König der Dunkelheit. Der 1. Teil war für mich wirklich ein Highlight. Das ist Prinz der Dunkelheit. Ich weiß gar nicht, hat die Reihe überhaupt irgendwie einen Überbegriff. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich bin nur irritiert, warum man Dunkelheit hier verwendet haben. Ach, King of Thorns. Also König der Dornen sozusagen. Das ist eben eigentlich der Originalname, wo ich denke, wie kommt man denn von Dunkelheit auf, also wie kommt man von den Dornen auf die Dunkelheit? Das hat sich mir nicht erschlossen, vor allem weil im 1. Teil auch erklärt wurde, was es mit den Dornen auf sich hat. Aber ich glaube, die Reihe selbst hat die gar keine Überschrift, wahrscheinlich nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall der 2. Teil. Wir haben erst Prinz, dann König und dann, glaube ich, kommt der Kaiser. Den gab es aber leider nicht bei Tauschtickets, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich auch direkt ertauscht. Aber
Ich möchte ja so einen Teil nach dem anderen bei mir zulegen lassen, wobei auch diesen Vorsatz habe ich eigentlich mit der nächsten Rebuy Mini Mops Bestellung schon gebrochen. Da habe ich nämlich Teil 2 und 3 von einem anderen Reihe, die mich auch am Strand begeistert hat, direkt bestellt, aber gut. Oh mein Gott. Ja, naja, ich finde, Vorsätze sind dafür da, gebrochen zu werden. Ja, wir treffen hier auf Prinz York. Richtig, ne? Ich glaube, genau. Der im ersten Teil ja, relativ jung noch ist, 14 Jahre, glaube ich, dem etwas sehr Schlimmes widerfahren ist, was seine Mutter und seinen Bruder angeht, der ja im Grunde auf den Titel des Thronerbens pfeift und sich auf den Weg macht. Er will Rache üben, er will kämpfen lernen, er will sein Land kennenlernen und auch was so an Intrigen und Ähnlichem sich so umgibt. Erfährt dann eine Wahrheit, die ihn am allen zweifeln lässt und noch stärker macht und noch rachsüchtiger macht. Und wir haben hier im Grunde so ein bisschen eine männliche Mia Covere aus Nevernight. Die war ja auch sehr von Rache angereizt, auch so ein richtiges Badass-Mädel. Und so ähnlich ist das in dieser Geschichte. Ich sage so ähnlich, weil das Feeling schon hinkommt. Man hat diesen Charakter, diesen Antagonisten, diesen, der wirklich eigentlich brutal ist und ja, im Grunde nichts Gutes an ihm ist, der eigentlich der Bösewicht in dieser Geschichte ist, der uns aber so wunderbar aus der Ich-Perspektive erzählt, warum er so ist, wie er ist und was ihn antreibt. Und das ihn dann wiederum so nahbar macht, greifbar macht und man eigentlich an sich selbst zweifelt, wie man all das gut finden kann, was er aus Rache macht. Und ich war ein großer Fan diesen ersten Teils. Also ich habe den wirklich verschlungen. Ich fand ihn an mancher Stelle schon sehr brutal, aber das war am Strand durchaus ganz angenehm. aber ich mag das ja ganz gerne. Also ich habe ja einen großen, also ich bin ein großes Fantasy-Mädchen. Ich mag auch diese Art von Dark Fantasy, wenn wir in so einer ganz anderen Welt sind und wirklich ja so eine ganz andere Welt präsentiert bekommen. Ein bisschen überlegenswert war für mich im ersten Teil ja, wobei das wisst ihr noch nicht, weil ihr den Büchermonat nicht kennt, aber war so ein bisschen die Überlegung, ist das wirklich in der Vergangenheit? Befinden wir uns im Mittelalter? Gab es schon mal was Zukunftsmäßiges, weil doch so eine Moderne hier drin vorkommt, die eigentlich nicht so zu diesem Mittelalterbild passt. Aber das erzähle ich dann natürlich auch im Büchermonat. Macht es dann eigentlich nicht Sinn, vielleicht den Büchermonat vor den Neuzugängen zu zeigen? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was für euch so von der Logik mehr Sinn macht. Oder spoilert man dann die Neuzugänge, weil man sagt, das Buch ist ja schon da. Macht man einen Mix und zeigt erst die Neuzugänge, die man auch gelesen hat und dann die Neuzugänge, die man noch nicht gelesen hat? Gerne mal in die Kommentare eure Gedanken dazu. Aber ja, war für mich ein Highlight, der erste Teil, und dementsprechend ja, musste dann auch einfach der zweite Band her. Er ist, glaube ich, nur unwesentlich dicker mit 600 Seiten als der erste Band, aber ja, mir hat das so gut gefallen, dass ich total happy war, dass ich den zweiten Teil auf Tauschticket gefunden habe und auch wirklich in einem guten Zustand. Es sieht wie einmal gelesen aus und das ist für mich auch absolut fein. Und das letzte Buch ist dann auch ein Buch, ein Hörbuch, was jetzt erst erschienen ist, und zwar Der Schwur des Drachen von Elizabeth Slim. Das ist der zweite Teil der Die Sechs Kraniche-Reihe. Und die war ja für mich im letzten Jahr wirklich ein absolutes Highlight. Also es war eine wahnsinnig spannende Geschichte, auch in dem Königreich, um die Prinzessin sozusagen, also die Tochter des Königs und ihren sechs Brüdern, denen im Grunde ein Fluch widerfährt. Und das macht eben die Brüder zu den Kranichen. Und das Mädchen kann nicht mehr sprechen. Das heißt, sobald sie reden würde, würde nach und nach eben einer ihrer Brüder sterben, auch in Kranichenform. Und das war super spannend, mit ihr durch diese Welt zu gehen, Charaktere zu treffen, unterwegs dann eben auch ja, aufzulösen, was es hier im Grunde ging. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, nachdem der erste Teil ja wirklich ein gemeiner Cliffhanger war oder tatsächlich so zwei, drei Stränge aufgemacht hat, wo ich einfach wissen möchte, wie es weitergeht, freue ich mich jetzt im Februar auf dieses Hörbuch. Für mich war der erste Teil ja auch ein Hörgenuss. Und dementsprechend hoffe ich das jetzt beim zweiten Teil auch und bin sehr gespannt, was mich da erwartet. Und das waren sie jetzt, die 14 Neuzugänge. Also ich finde doch schön, auch schon bunt gemischt, ein bisschen was gelesen, anderes noch nicht. Ja, gerade zu den Geburtstagsgeschenken, die kamen natürlich auch zum Teil erst, wie ich dann wieder zu Hause war. Also so ab den 20. habe ich dann erstmal Pakete geöffnet. Ja, aber gut, es ist wie es ist. Ist ja auch gar nicht weiter schlimm. Und ja, es liegen 10 Bücher neben mir.
Natürlich ist es immer schöner, wenn ich so ein bisschen dieses 50-50 habe, aber ich freue mich über all die Bücher, die bei mir eingezogen sind. Und vielleicht kennt ihr ja auch schon das ein oder andere Buch, dann schwärmt sehr gerne jetzt in den Kommentaren darüber. Sagt mir gerne, wie es für euch ist, so von den Neuzugängen-Büchermonaten, ob ja, wie ihr da so eine Präferenz habt oder ob ihr sagt, das ist total egal, ob ich so ein bisschen den Büchermonat spoilere. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Vielleicht hattet ihr ja auch schon im Januar einen Neuzugang, der auch ein Highlight wurde oder ein Flop, dann schreibt mir das auch super gerne und ich ja, danke euch jetzt auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinen Neuzugängen. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.